Warum, Alter, warum tritt er immer in Spielen bei? Ich will in ein frisches Spiel rein und nicht so eine Scheiße hier. Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ion hier und herzlich willkommen zum nächsten Call of Duty Black Ops 3 Online Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, ich habe mir gedacht, komm, heute zocken wir wieder eine schöne Runde gechillt hier auf Nuketown. Ab geht die Post. So, komm schon, Alter, Herrschaft, gib mir die Punkte. Komm, meine Taktik ist immer hier einfach durchzuziehen, so wie der. Und dann immer um die Ecke zu springen und dann, zack, haben wir schon direkt den ersten da. Ja, guck mal, jetzt versteckt er sich da. Habe ich. So, man muss ein bisschen taktisch vorgehen hier auf Nuketown. Man darf nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand. Das mache ich eigentlich immer. Ich versuche mich zu bessern, aber ihr kennt mich, Alter. Ich bin manchmal echt... Da ist eine Missgeburt. Habe ich den aus dem Eroberungspunkt gekillt. Da gibt es nochmal extra Punkte. Scheiße, wo sind die anderen? Wo ist der Rest? Da war, kam einer. Habt ihr den gesehen? Wir haben schon jetzt direkt Drohne, Alter. Das ist super. Komm, Freund. Oh nein, da oben war einer. Scheiße. Egal, 2-1. Komm, weiter geht's. Ich will heute auf jeden Fall die 20-Plus-Kills erreichen. Sonst gebe ich mir nicht zufrieden. Habe ich. Oh, wo sind die? Oh, die anderen wurden schon getötet. Da, komm. Ich werde versuchen, mal nicht allzu viel zu reden, Freunde, weil... Sonst kann ich mich besser konzentrieren. Oh, ne, jetzt haben wir... Jetzt kann ich nicht sehen, Alter. Oh Gott, jetzt wurden wir geblieben. Ah, oh, das geht nur ganz kurz. Ist das dein Ernst? Stellt einfach mitten in den Raum so eine Scheiße dahin. Klar, guck mal, das ist eine Scheiße. Okay, er macht da 7, nehme ich nicht mehr. Habt ihr das gesehen gerade? Das ist doch wohl echt ein Witz, oder? Der wäre schon längst draufgegangen vor dem Update. Und nach dem Update ist das einfach so eine größte Müllwaffe geworden, ey. Wie kann man so eine Waffe so scheiße machen, ey? Ohne Witz. Bisschen herunterstufen hätten die ja machen können, aber nicht so viel. Habt ihr das gerade gesehen? Da habe ich wieder voll gemerkt, dass die Waffe einfach nur scheiße geworden ist. Natürlich, ab und zu hat sie schon noch ihren Hype, aber ist echt nicht die beste Waffe mehr. So, wo sind die denn alle, Mann? Boah, von hinten, ey. Mann, Mann, 6-3. Ich will einmal auf Nuketown diese Reifen kriegen, ne? Diese Reds oder wie die Teile heißen. Okay, ja, die Waffe ist auch geil, die XR2. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, welche Waffe die bessere davon ist. Aber die ist schon gut, auf jeden Fall. Komm, erobern. Okay, 8-3, Freunde, okay. Wir kriegen das hin, wir machen das. Heute 20 plus Kills, da kommen jetzt schon Gegner. Ah, okay, guck mal, zwei laufen mir vor meiner Nase vorbei. Und jetzt werde ich gekillt, ich kenn's. Guck jetzt. Warte. Kannst du mal sagen, wo die alle sind, ey? Chillen da alle ihre Eier. Okay, jetzt geht's wieder von links. Spawnwechsel, glaube ich. So, man muss doch mal ein bisschen hier kämpfen. Oder chillen. Ich will das nicht campen, nennen. Okay, der wurde jetzt... Oh, guck mal, wie viele hier sind, Alter. Wo? Hä? Ich hab gedacht, hä? Ich hab gedacht, mein eigener Teammitglied hat mich gerade verbrannt. Habt ihr das gesehen? Das sah voll so aus. Eine richtig optische Täuschung. Ja, die Waffe ist auch nicht schlecht. Okay, mit der hat sich auch meine beste Runde überhaupt in Call of Duty. Wisst ihr das noch? Und ich laufe natürlich wie ein Noob wieder durch die Mitte. Boah, Alter, das war ein richtiger Noob-Fehler von mir. Man darf nicht von Nuketown einfach über die Mitte rennen. Muss ja ein bisschen strategischer vorgehen. Ey, natürlich. Hier habe ich den noch gebumst. Habt ihr das gesehen? War ein halber Turnover. Ey, was? Ich dachte, der stirbt nicht. Boah, das war jetzt nicht schlecht. Ah, wo habe ich noch bekommen? Boah, ich habe noch bekommen. Boah, das war jetzt richtig gut, oder? Nein, nein, na, ah, das war aber echt krass gemacht, Alter. Ohne Spaß. Das war einer meiner heftigsten Aktionen in Black Ops 3, fand ich. So schnell die alle noch getötet zu haben. Das ist die XR2, ist eine geile Waffe. Mit der M87 wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Junge, und ihr seid wieder mittendrin dabei. Immer wenn ich mit euch zusammen zocke, passieren solche coolen Sachen hier. Für die Szene hat sich das Let's Play auch schon gelohnt, Freunde, ganz ehrlich. Ich merke das immer sofort. Hammer, hammer, geil. 16-6, okay. 10 plus Kills erste Halbzeit, die anderen 10 machen wir in der zweiten. Komm, weiter. Ich muss immer motiviert dranbleiben hier. Warte mal, wo sind die? Da kommt einer. Durch den Bus, da. Ah, wurde schon getötet. Da hinten. Boah, der hat aber jetzt viel geschluckt. Oh, wieder nur einen Assist bekommen, ey. Ah. Jetzt hier von... Ah, okay, fuck. Boah, hab ich dem Headshot gegeben. Boah, den habe ich auch noch gebumst, Alter. Weiter. Hab ich. Boah, wie viele da wieder kommen? Ich kann mich nicht entscheiden. Wir haben Hellstorm, Freunde. Hellstorm. Okay, scheiße, Mann. Ich wollte die Reifen kriegen. Warte mal, wo sind die? Ich kann mich nicht entscheiden. Ah, einfach hier rein, Alter. Scheiße, Mann. Ja, wieder nur einen bekommen. Ich habe gedacht, wir knallen das einfach mal in deren Spawn rein. Aber, ey, da hat einer geballert. Ah, da. Ja. Es ist schwierig, manchmal auf Radar zu achten und gleichzeitig zu zocken. Guck mal, den hätte ich eigentlich kriegen müssen. Weil, Freunde. Okay. So, erste Halbzeit ist um. 21:08 ist in Ordnung. Ja, heute kommt das Video leider etwas später wieder online, wie sonst auch immer. Tut mir leid. Aber ich war heute auch den ganzen Tag unterwegs gewesen, nochmal wegen dem Geschenk meiner Eltern. Ich wollte mich da nochmal absichern. Ich will jetzt noch nicht sagen, was es ist, habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Aber wird was richtig Geiles werden. Ich werde es euch dann sagen, wenn es soweit ist. Und jetzt konzentrieren wir uns mal auf die zweite Halbzeit. 21:08 ist in Ordnung, Alter. Guck mal, die haben einen drin hier, der hat einfach Prestige
Alter, der ist schon Prestige-Meister. Krank, Alter. Warte mal, ich scheiße jetzt auf die Stellung, oder? Warte mal. Komm, okay. Ich scheiße auf die Stellung. Ich will jetzt einmal hier gucken, ob das was bringt, wenn man hier ein bisschen schneller ist als die anderen und dann einfach zielt hier. Oder da. Guck, da kommt immer einer. Siehst du? Ich hab's gewusst. Da kommen immer welche. Oh, da oben am Fenster auch. Ja, okay. Ja, okay, okay. Ja, ja. Ja, heute ist noch Need for Speed online gekommen, Freunde. Wer das noch nicht gesehen hat, Alter, sollte sich unbedingt reinziehen. War wieder eine coole Folge gewesen. So, achte auf Radar. Donnergrollen, Alter. Ach, scheiße. Da war einer, ne? Oder? Da. Ey, das ist so scheiße. Ich muss unbedingt, Freunde, auf einem Monitor demnächst zocken. Das ist einfach so. Weil auf dem Fernseher ist das alles so groß. Guck mal, auf 55 Zoll Fernseher. Ihr wisst ja, 155 Zoll sind 140 Zentimeter. Und ich spiele einfach einen Meter davor. Wenn ich schon alleine auf dem Radar gucke, muss ich komplett nach oben links gucken. Mann, das sage ich fast auch jede Folge. Muss ich mal wirklich ändern, wie meine Upload-Zeiten, ey. Geil, 25, 11. Aber wenn wir jetzt nicht die 20 Plus-Skills schaffen, ist egal, Freunde. Wir hatten ein paar coole Szenen hier im Spiel gehabt. Und das reicht mir auch erstmal hier. Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße, hat er dich hinter der Puppe versteckt, Alter. Dann steck doch deinen Schwimmelwutz in die Puppe rein, Alter. Kriegst ja sonst nichts anderes ab. Meine Güte, ey. Das Spiel macht einen manchmal... Warte, der ist da am Chillen? Oh Gott, am Fenster, ey. Das sind diese Fenstercamper, ne? Junge, Junge, Junge. Wie kann man denn nur einfach... Okay, guck mal, ich zeig denen das mal. Das ist doch echt eine Katastrophe, Alter. Das macht euch das Spaß, wenn ihr hier oben einfach chillt und dann guckt ihr nach links? Da kommt keiner? Guck ich nach links? Nee, auch nicht. Rechts? Auch nicht? Komm, dann warten wir nochmal. Gleich kommt bestimmt einer. Wo ist er denn? Guck mal, ich mache jetzt Original-Camper. Ja, da ist keiner. Nee. Wo sind die? Ach, da kommt einer. Juhu, ich habe den ersten von hier oben gekillt. Weiter geht's. Das sind immer die besten Camper. Das ist, also, ohne Witz. Mir macht das jetzt schon keinen Spaß. Das ist für mich kein Skill, Alter. Ohne Spaß, hier oben einfach zu chillen und warten. Ach, guck mal, da kommt jemand. Halte ich einfach mal drauf. Okay, wenn man schon mal welche treffen würde. Guck mal, seht ihr das? Ich habe jetzt schon 3 Kills. Man muss einfach nur hier oben chillen und dann läuft's. Oder ab und zu mal nach oben, nach drüben achten. Okay, also nehmt euch das jetzt bitte nicht als Vorbild, was ich jetzt hier gerade mache. Ich mache es gerade so, damit ihr seht, wie viele Kills man damit einfach erzielen kann, wenn man hier oben am Fenster chillt. Aber ich denke mal, guck jetzt. Okay, jetzt wurde ich gesehen. Und jetzt wollen die mich auch bumsen, aber... Oha, anscheinend, okay, der war jetzt drüben am Fenster gewesen und hat mich dann gekillt. Hat er nicht schlecht gemacht, hat ein gutes Aiming gehabt, dass er mich da noch so schnell runtergeholt hat. Hätte ich nicht gedacht. Ah, hinten durch. Boah, habe ich direkt noch beide bekommen. Die ICR, beziehungsweise, was für ICR, die XR2 ist, finde ich, echt eine geile Waffe. Die ersetzt quasi so ein bisschen jetzt die M8A7, finde ich, von den 3- und 4-Schusswaffen, weil von der die Präzision, beziehungsweise das Aiming, finde ich besser als jetzt mittlerweile von der XR2. Guck mal, manchmal... Oh, diese Puppe, Mann! Die ist so manchmal am irritieren. Eieiei. Egal, kommen noch 2 Kills, dann haben wir die 20-Plus-Kills. Die will ich auf jeden Fall erreichen für heute, Freunde. So. Ab geht die Post auf Rille. Oh, fuck, einer von uns war das. Ja, 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 da war einer. Guck mal, das habe ich voll schlecht gesehen, wieder aus dem Augenwinkel nur. Leider. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Cerberus, Cerberus. Ja, wie kann ich denn noch leben? Wollte ich schon gerade sagen, ey. Bin ich hier bei deren Spawn einfach am Chillen, ey. Aber die hatten einen Cerberus gehabt. Cerberus ist nie gut. Habe ich. Oben am Fenster. Haben nur einen Assist wieder bekommen. Weiter, weiter. Da. Die Missgeburt. Hier, du kriegst den. Und du kriegst den. Und du kriegst den. Ah, fuck. Kurz. Nein, nein, Alter. Aber ich wette, wir haben gleich die 20 Plus Kills. Haben wir schon mal unser Ziel erreicht. Ja, ich werde auf jeden Fall die Fragen wieder bei Facebook stellen von Frag den Rillepeter. Also checkt unbedingt unsere Facebook-Seite aus, beziehungsweise die Facebook-Seite von FeelGamingTV. Und stellt dort mir dann eure Fragen, wenn es soweit ist. Ich werde dann wieder, oh shit, einen Post machen und euch dann Fragen... sagen, dass ihr mir eure Fragen stellen sollt. Sagen, Fragen. Oi, oi, oi. Egal, noch 15 Punkte. Komm, Runde ist in Ordnung. Ich muss gleich unbedingt was essen, Freunde. Ich habe ohne Spaß, könnt ihr es mir glauben oder nicht, ich habe heute wirklich gar nichts fast gegessen. Einfach nichts. Ich bin den ganzen Tag hier schon zu Hause am Chillen, habe nichts gegessen. Mein Magen ist am Knurren. Ah, ja, ja, ja. Weil ich war halt unterwegs gewesen, wie gesagt, habe mich um das Geschenk meiner Eltern gekümmert. Und... Ja, da war halt das Problem. Ich habe irgendwie dazwischen nichts gegessen. Ich habe nicht so viel Hunger gehabt. Ich war ja gestern, wie gesagt, auf der Tube One Weihnachtsfeier gewesen. Und das war einfach so geil gewesen, Alter. Ich habe es ja vorhin schon bei Need for Speed angekündigt, dass ich hier bei unserem Netzwerk bei der Party gewesen. Da waren so viele YouTuber, Alter. Ich will euch jetzt mal ein paar, ich zähle euch mal ein paar auf. Simon Desi war da, Inscope, Sascha, also Unsympathisch TV, ApoRed war da, Melina, Dagi
und so weiter. Der ganze Rest, ich habe jetzt bestimmt wieder ein paar vergessen. Aber unser Verhältnis 46, 21, 25 plus Gesamt kann man auf jeden Fall leben hier. Ich denke, das war ein ganz ordentliches Gameplay, war in Ordnung. Alles klar, Freunde, das war's dann jetzt auch von diesem Video. Morgen geht's weiter hier mit WWE oder San Andreas. Ich denke mal eher WWE, weil WWE ist so Routine, das muss man bringen. Und San Andreas wird dann auf jeden Fall am Sonntag kommen, ey. Der Linke sieht irgendwie aus wie Conor McGregor. Findet ihr nicht, so der Bart ein bisschen Ähnlichkeit hat, ja? Alles klar, macht's gut, ihr seid die Besten, haut rein und ciao!